Spur frei ist, dann sollte der PKW, von mir aus auch LKW ist der Schnuppe, der sollte die Spur wechseln, dass derjenige, in dem Fall wir, ganz easy ohne Probleme auf die Autobahn kommt. Das wäre cool, wenn die das noch ändern würden. Das wäre toll. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Weil die KI ist ja jetzt nicht so perfekt programmiert. Man merkt ja schon, wenn die irgendwie stark abbremsen, dann... Manchmal aus unerklärlichen Gründen. Das ist ziemlich lustig und dann passiert's. Ich meine, sie haben sie ja schon stark verbessert. Ja, wenn die Unfälle machen, fahren die wenigstens wieder weiter. Die setzen dann zurück. Das war ja früher nicht so. Ne, wer sich noch daran erinnern kann, an die ganz erste Euro Truck Simulator 2 KI. Wenn es da mal geknallt hat, wenn ihr da aufgefahren seid, dann ist da nichts mehr passiert. Dann sind die einfach noch stehen geblieben. Wie Statuen auf der Straße. Wow, sind wir schnell unterwegs. 118 Stundenkilometer. Und man sieht, trotzdem hängen wir noch bei 10 Stunden rum. Klar, ich habe das Tempo jetzt nicht gehalten. Das meine ich, wenn ich jetzt zum Beispiel bei 12 Stunden gewesen wäre, dann hätte ich jetzt nicht abgebremst. Ich wäre jetzt auf die linke Fahrbahn gewechselt und hätte einfach Vollgas gegeben. Aber bei 14 Stunden, wir werden einfach nochmal schlafen gehen und dann hat sich diese Sache... Was transportiert der denn da? Was ist das denn? What is that? Und wieso fährt er auf der mittleren Spur? Der macht's für wie die feige Sau. Der überholt die alle rechts. Der feige sehe ja nicht, aber... Was fällt ihm ein, meinen Trick zu nutzen? Ist das irgendein Mega-Gestänge? Habt ihr das gerade gesehen? Man hat das gerade echt gut sehen können. Boah, wir halten mal Abstand. Dürfen wir nicht vergessen, der Abstand muss gehalten werden. Ich weiß gar nicht, wie viel... Eineinhalb... Nee, zwei. Zweieinhalb, glaube ich, Striche hier müssen zwischen Fahrzeug... also müssen zwischen den Fahrzeugen sein. Waren es zweieinhalb? Ich weiß es nicht mehr. Kommt mir gerade so ein bisschen zu knapp vor. Zweieinhalb Streifen, das wären... Ich glaube, ich dürfte noch ein bisschen näher ran. Ich würde an dem gern vorbeiziehen, um mir das genauer anzusehen. Aber dann müsste ich quasi die Kamera hier so nach links schwenken. Und ich müsste auf der... nach rechts schwenken, Entschuldigung. Und müsste auf der linken Seite fahren, neben der Leitplanke. Ist mir gerade ein bisschen zu risky. Ich würde gern, dass er nach rechts rüber zieht. Aber dafür musste er erstmal die ganzen Maden da überholen. Ja, er ist zwar ein bisschen schneller, aber so schnell jetzt auch nicht. Okay, jetzt haben wir die Möglichkeit. Jetzt schauen wir uns mal an. Das ist irgendein Gestell, aber für was? Ich komme darauf gerade gar nicht klar. Bremsen mal ab. Das ist eine Leiter drin, ne? Ist das für irgendeinen Kran? Komisches Teil. Wenn das einer kennt, ab in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall coole Fracht. Vielleicht bekommen wir sie ja auch mal angeboten. Dann wissen wir natürlich, was es ist. Dann steht es hier dran. Ja, so oder so. Wir werden es irgendwann erfahren. Es wird gerade dunkler, oder? Ich habe gerade so das Gefühl, wir machen mal hier Lämpchen an. Ich muss aber echt sagen, ich komme mir echt vor wie in so einer Sauna. Mir ist mega heiß. Okay, warte, da muss ich jetzt runter. Du überholst mich? Ah, okay, nevermind. Das wird hier nur noch zweispurig. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Hier ist mir... Wisst ihr was? Nein, 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 der ist zu schnell. Fahr mir nicht rein, fahr mir nicht rein, fahr mir nicht rein. Okay, fährt mir nicht rein. Doch, er ist mir reingefahren, ich wusste es. Fuck you. Fuck you, Spiel. Ganz und jetzt wieder Frachtschaden, oder? Okay, nicht. 0%. Ma, ich wusste es. Deswegen war ich auf die linke Spur. Und dann kam mit 320 Stundenkilometer von links da eine PKW und ich musste auf der Spur bleiben. Oh, ich hasse diese Stelle. Das haben die echt doof geändert. Früher wären die Fahrzeuge auf der rechten Spur stehen geblieben.
Wenn sie halt nicht vorbeigelassen werden, werden sie nicht vorbeigelassen. Und die haben das irgendwie geändert, dass die trotzdem jetzt einfach durchfahren. Die bremsen zwar ab, aber sie fahren trotzdem durch. Und dadurch musst du Platz machen. Und wenn dann, so wie gerade eben, der PKW mit 900 Stundenkilometer da angebraucht kommt, dann kann ich nicht auf die linke Spur wechseln. Verdammte Hacke, ey. Muss man doch jetzt mal ein bisschen fluchen, das stimmt doch. Ganz ehrlich, was hätte ich da jetzt machen können? Ich wollte ja Platz machen. Ah, ärgerlich, einfach nur ärgerlich. So, der lässt uns, das ist ziemlich freundlich. Tut mir leid, Junge, du hast mich vorgelassen, aber ich muss auch warten. So einfach geht das nicht. So. Hätte uns da nicht vorbeigelassen, wäre das alles nicht passiert. Das ist meine Ausrede für alles. Obwohl, es war keine Ausrede. Das trifft ja zu, auch irgendwie, Mann. Halt auf zu Flame. Kappa, kappa. So, jetzt mal gucken. 8 Stunden noch. Wir haben 6 Stunden. Ah, wir haben 2 Stunden rausgeholt, ne? War schon extrem krass. So. Und dabei bin ich jetzt noch nicht mal hardcore, wirklich so richtig hardcore schnell gefahren. Also wenn ich quasi 2 Stunden rausfahren will, dann, ne, habe ich ja gesagt, würde ich wahrscheinlich die ganze Zeit auf der linken Spur fahren. Jetzt die Frage, hätten wir es geschafft, 4 Stunden rauszufahren? Ich meine, wir fahren ja auch noch, so gesehen, 8 Stunden. Wenn ich jetzt wirklich komplett durchgezogen hätte auf der linken Spur, hätte ich 4 Stunden rausfahren können? Ich muss in 11 Stunden pennen. Kann ich 4 Stunden in 11 Stunden gut machen? Das ist die Frage. Boah. Ich glaube schon, dass das möglich gewesen wäre. Aber was diskutiere ich eigentlich? Ich werde es früher oder später, wenn ich einen Eilauftrag annehme, werde ich es oder so früher oder später herausfinden. Wow, 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 wow. Ganz vorsichtig. Also nach rechts lenke ich irgendwie komplett leicht und nach links muss ich ein bisschen, ja, schon energischer sein. Ganz komisch. Keine Angst, ich möchte jetzt hier nicht testen, ob wir die Zeit noch gut fahren können. Nur rechts sind die Schnecken mir alle zu langsam, sind nur zweispurig hier. Zudem sind überall hier rechts die Ausfahrten, deswegen bleiben wir jetzt einfach links und da wir freie Fahrt haben, rennen wir einfach komplett entlang. So, ab irgendwo Richtung Wien. So, jetzt können wir auch die Spur wieder wechseln, alles kein Problem. Und hinter uns ist natürlich schon wieder ein PKW. Weil, wenn wir irgendwo 114 Stundenkilometer fahren, fahren die natürlich 200. Ja, das wissen wir ja schon. Und es ist wirklich krass, also hab gerade das Gefühl, ich fahre komplett im Zyklus. So von Tag und Nacht und so. Man merkt gar nicht, dass ich schlafe. Das passt gerade irgendwie alles perfekt. Finde ich toll. Ich denke, ich werde schlafen gehen, wenn wir so 4 Stunden noch fahren müssen. Ich muss jetzt nicht auf den letzten Drücker schlafen. Deswegen können wir ruhig ein bisschen früher pennen. Ja, wir sollten das dann trotzdem noch schaffen. So, hier ist eine 50er-Zone. Alles klar, wir fahren 45 und wir müssen nach links. Das schaffen wir doch mit links. Haha, ja, der war witzig, ich weiß. So, Frage, können wir durchfahren? Ja, da schon und hier auch. Da kommt zwar einer, aber das schaffen wir schneller als der. Und richtig schlage ich. Also, ja, wollte sogar die Autobahn hoch. Perfekt. Hat ja geklappt. Weil der hätte uns jetzt nur aufgehalten. 80er Zone, Blitzer voraus. Fernlicht könnten wir anmachen. Ja, doch. Ja, wir sind auf der Autobahn. Ja, könnten wir anmachen. Machen wir an. Ihr wisst ja auch, Gesetz auf der Autobahn bei mir. Fernlicht ist erlaubt. Ich habe schon gesehen, dass ich vom Kurs abkomme. Das hat man echt gut gesehen. Budapest, was? Bebrecht? Stand da echt Bebrecht dran? Nee, ich habe irgendwas falsch gelesen. Aber da wollen wir auch nicht hin. Wir müssen hier schon wieder runter. Oh Mann. Lass mich doch auf der Autobahn. Hier geht so schnell voran. Landstraße ist langweilig. Doppel-L. Landstraße ist langweilig. Lil. Versteht ihr? Lil. Landstraße ist langweilig. Jetzt habe ich da einen an der Macke. Also wer das noch nicht weiß, der hat irgendwas verpasst. Achso, Moment. Nicht so nah an der Leitplanke. Wir haben ja einen fetten Hänger hinten dran.
Das Ding muss ja auch irgendwie rumkommen. Kommt sie überhaupt rum? Ja, kommt gut rum. Ich hau da echt. Ich weiß nicht was. Ich werde das nächstes Mal deaktivieren. Obwohl, das geht nicht. Dann kann es sein, dass auf einmal einfach die Playlist aufhört, weil ich nicht genug Lieder drin habe. Wenn ich zum Beispiel nicht diese abwechselnde Wahl anmache, versteht ihr? Dann würde quasi die Playlist von oben nach unten einfach durchlaufen. Das hätte mehrere Nachteile. Erstens, ist sie fertig, wiederholt sie sich nicht. Das heißt, ich müsste die Musik starten und hätte für den Teil eine Aufnahme keine Musik mehr. Zweiter Nachteil. Wow, den habe ich nicht gesehen. Wo kam der her? What? Ich gucke nach rechts, ich blinke, ich wechsle die Spur. Er war nicht zu sehen. Und bam, war er da. Das sind einfach diese 300 Stundenkilometer Überholungsmanöver. Meine Fresse, ist das schlimm. Und dann noch auf der rechten Seite, wo du eigentlich sicher bist. Wenn du von links nach rechts auf die Fahrbahn wechselst, bist du eigentlich sicher. Oh, so schlimm. So schlimm. Keine Worte dafür. Jetzt habe ich. Das war jetzt der Schockmoment. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Verdammt. Ach genau, mit der Musik. Richtig. Und der zweite Nachteil wäre, dass natürlich die Lieder sich wiederholen. Das heißt, die ganzen Mega Man Lieder, die ganzen F-Zero Lieder, die sind ja hintereinander. Einfach wegen Buchstaben F. F-Zero heißt ja zum Beispiel F-Zero und dann Punkt, Punkt, Punkt. So. Ich könnte das machen, indem ich Mega Man entferne aus dem Titel und bei F-Zero auch F-Zero entferne. Und ich dann nur die Stage-Namen drin hätte. Ja, könnte ich dann so machen, aber... Das ist halt nicht so mein Sortierungssystem. Das passt nicht so ganz. Das sticht sich so ein bisschen. Ich hoffe einfach, dass sich das Problem löst, wenn die Playlist größer wird. Müsste ja eigentlich. Da hat er mehr, um hin und her zu springen. Dann sollte das eigentlich passen. Ja, damit wieder ein Wario Blaster Song, aber den haben wir auch schon gehört. Ja, ich habe aber noch, ich glaube, 4 oder 5 andere Wario Blaster Soundtracks. Aber wir haben jetzt zweimal hören wir jetzt schon die zweite Wiederholung. Und von den anderen ist nichts zu hören. Das ist echt frustrierend. So, wollen die Busse hier alle überholen? Weil ich sehe gerade, wir brauchen noch 6 Stunden. Und ich würde gerne mal so auf die 3, ja, auf die 4 Stunden Marke zu. Damit wir dann dort ein Plätzchen suchen können, wo wir schlafen können. 90er Zone. Ich sage jetzt einfach mal, hier wird nicht geblitzt. Ich sehe hier nichts. Hoffen wir es mal, sonst kriegen wir Ärger. Aber okay, hier dürfen wir schon wieder schneller fahren. Easy. Okay, wir bleiben sogar links. Es kommt uns gerade echt alles entgegen. Wir bleiben hier links. Passt alles. Können wir ein bisschen rumpacen hier. 111 Stundenkilometer. Vollgas mit auf die Auffahrt. Nüt, nüt. Okay, jetzt abbremsen. Kappa, kappa. Boah, das war fast zu schnell. Aber muss ich jetzt aber nochmal die Bremse ziehen, dude. Holy crap. Da habe ich ein bisschen übertrieben. Ganz, ich habe ehrlich gedacht, ich bremse doch schneller ab. Aber dem war nicht so. Ganz im Gegenteil. Ja, wenn wir schon dieses Tempo drauf haben, dann brauchen wir auch ein bisschen, bis wir da mal abgebremst haben. Nächstes Mal müssen wir Bescheid nicht zu übertreiben. Hätte echt extrem ins Auge gehen können, die Aktion. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viele Parts wir schon aufgenommen haben. Es sind bestimmt ein paar, gehe ich mal stark von aus. Normalerweise würde ich die zweite Seite der Videoliste da unten sehen. Ihr seht das jetzt nicht, das ist im Ordner. Da wollte ich mir das eigentlich angucken, aber irgendwie, ja. Sehe ich das doch nicht. Ich habe den Ordner nicht weit genug runtergezogen. Er will mich überholen und dann macht er es doch nicht. Hat er es jetzt nicht gemacht wegen Fernlicht oder? Woran liegt's? Mein Hänger war nicht auf seiner Spur. Er hätte uns jetzt eigentlich überholen können. Naja, uns soll es recht sein. Mich stört's nicht. Wer nicht will, der hat schon. Das gibt's doch nicht. Ich habe doch auf 70 abgebremst. Ich durfte hier nur 50 fahren. 50er-Zone, wow. Damit habe ich nicht gerechnet, dass es auf der Autobahn eine 50er-Zone gibt. Das war jetzt das erste Mal. Neue Erfahrung. Wir sind Bescheid. Das ist übrigens wieder der geile Bus. Ich liebe diesen Bus. So, der kunterbunte Disco-Bus.
So taufen wir ihn jetzt einfach mal. Ah, wir folgen dem kunterbunten Disco-Bus. Die Folge dieses Parts.